Hallo zusammen. Wie schon erwähnt, sind wir heute bei Berlin Babel mit Fritz. Erzähl mir noch mal was über deine Box. Kurzgeschichte. Ich habe vor 10 Jahren angefangen als Personal Trainer. Dann 2017 mein erstes Home Gym eingerichtet mit Superfit damals. Und dann außerdem immer gesagt, okay, ich will ein eigenes Gym haben. Und dann hatte ich 2020, kurz vorm Lockdown, habe ich die Halle bekommen, um dann mein Home Gym in ein Gym umzuziehen, weil ich umgezogen bin und keinen Platz mehr hatte für ein Home Gym. Und dann haben wir hier kurz, also schon länger geplant, jetzt vor 2 Wochen die neue Halle aufmachen können mit offensichtlich Superfit. Und die Story ist, dass ich viel Online-Coaching gemacht habe, immer vom Online-Coaching ins Offline-Coaching wollte mit eigenen Kursen, das gemacht habe und dann über Personal Training, über den Lockdown da rein, dass wir jetzt, ich sag jetzt einfach mal, funktionelle Trainingskurse anbieten, wie man sie kennt. You get the joke, right? Mit einem ganz starken Fokus auf Kraft- und Beweglichkeitstraining. Mhm. Ja. Hast du dein, worin bist du so die Koryphäe? Eher Kraft oder Beweglichkeit? Würde mich jetzt interessieren als steifes Brett. Ich würde ganz stark behaupten, dass Kraft und Beweglichkeit eigentlich das Gleiche ist, nur eine Frage, wie man es ausdrückt. Hat er nicht gesagt. Also guck, wenn du dir Reisen anguckst, olympisches Reisen, ist glaube ich der, also ich glaube niemand, ich glaube die meisten würden erstmal denken, okay, ist der krass beweglich und nicht stark, weil das eine bedingt das andere. Truth be told. Okay, und das heißt, du bist schon mega lang im Business. Damals schon mit Superfit, das wusste ich noch gar nicht, das ist für mich jetzt auch neu in dem Interview. Wie kam das zustande? Ich kannte Superfit damals darüber, dass ein Freund von mir mich Niki vorgestellt hat. Und dann quasi seitdem ich mit Superfit eng zusammenarbeite. Und eigentlich auch immer, wann immer ich ein einheitliches Studio ausstatten wollte oder auch andere Studios ausgestattet habe, immer wieder darauf zurückgekommen bin. Für Commercial. Jetzt gibt es aber ja auch ganz viele Sachen so auf dem Markt. So, warum ist der Fokus für dich dahin gefallen? Für mich war es, glaube ich, ja, erstmal die persönliche Connection, dass dann Vertrauen, glaube ich, für mich persönlich auch sehr wichtig ist und man jetzt nicht irgendwie sich da ein Angebot holt. Ich weiß ja, wie das läuft, dann guckt man sich das da an. Am Ende geht es mir eher darum, wenn man eine langfristige Kooperation hat, dass das, glaube ich, besser ist als Unternehmen, weil man dann einen besseren Service hat, man weiß, wen man anspricht, man weiß, wie man damit auch umgeht. Man hat einfach auch vielleicht eine größere Toleranz, wenn Sachen mal nicht so gut laufen, was völlig normal ist auf meiner Seite und auch auf der anderen Seite. Und mir ist eigentlich Konstanz viel wichtiger, als jetzt die ganze Zeit zu hinterfragen, ob jetzt jemand gerade etwas für 3% weniger anbieten kann, wenn ich dafür weiß, wen ich anrufe, wenn irgendwas nicht stimmt. Mhm. Also auch so die Rückkopplung, dass es recht schnell geht. Wenn also auch viel Pragmatismus einfach, muss ich sagen. So. Pragmatisches Kerlchen, habe ich schon festgestellt in vielen Bereichen, ne, dass du da sehr dich reindenkst in Dinge. Jetzt hast du mit einem Home Gym damals angefangen. Was macht man denn mit so einem Home Gym? Was richtet man da als erstes ein? Das Home Gym ist eigentlich daraus entstanden, dass ich eine CrossFit-Box aufmachen wollte und das gescheitert ist. Und ich dann quasi Equipment schon hatte, das ich dann als Home Gym weiter genutzt habe. Weil meine erste Geschichte als Boxeröffnung, so wie bei ganz vielen, einfach nicht geklappt hat, weil ich nicht in der Lage war, die Finanzierung auf die Beine zu stellen und viele Fehler gemacht habe. Worüber man sonst normalerweise, glaube ich, nicht so spricht in der Trainingsszene. Und dann hatte ich ganz klar einfach 20 Quadratmeter Boden, 2 Regale für Equipment, ich glaube 4 Langhanteln, 2 Weightlifting-Bars und 2 normale Stangen. Und dann halt einfach Scheiben, also vor allem Weightlifting-Competition-Plates für mein eigenes Training, was völlig unnötig war für ein Home-Gym, aber war schon gut. Ich wollte gerade sagen, dann musstest du noch irgendwelche Mitbewohner besuchen oder besorgen, damit das überhaupt funktioniert hat mit dem Training. Wozu brauchst du 4 Langhanteln allein? Ja. Nice. Inzwischen würde ich sagen, wir sammeln. Ihr sammelt, ja. Okay. Ja, habe ich schon gesehen, wird auch immer mehr, ne? Ich habe Equipment hier rumstehen, das gibt es gar nicht mehr zum Verkauf. Ja? Ja. Sehr gut. Das ist hier übrigens auch Equipment, das es nicht zum Verkauf gibt. Hier, wir haben auch ein kleines Haustier, ne? Ja. So ungefähr jetzt, dein Körpergewicht. Ja. Sadly, yes. Ich kann auch mal ein bisschen mehr essen. Also, und jetzt hast du dich hier vorgestern quasi gefühlt erst in dieser neuen Box vergrößert. Gestern war Einweihungsfeier. Ja? Gestern Abend. Und ja. Was war da so für dich? Was waren die wichtigen Eckpunkte? Das Wichtigste war für mich eigentlich hier in Berlin, also Design, würde ich sagen, ist das Allerwichtigste dafür, dass man auch Menschen abholen kann, die vielleicht noch nicht Krafttraining machen. Also gerade bei mir ist es so, dass wir, glaube ich, 60-70% Frauen haben, die hier trainieren. Und da geht es vor allem darum, dass man
über dieses funktionelle Training erstmal gewisse Hürden überwinden muss, dass man normalerweise in so Commercial Studios, also Fitness First, Homes Place, McFit, John Reed, die sind alle perfekt und dann kriegt man keine Betreuung. Und in den vielen Functional Training Gyms kriegt man richtig, da kümmern sich die Leute, aber man kommt rein und das sieht nicht clean aus. Und ich wollte vor allem eine clean Location haben, dass ich alle abholen kann, die normalerweise sagen würden, ah, da sieht es ja nicht so ordentlich aus, das kenne ich nicht, da gehe ich nicht hin. Und das war eigentlich die erste Initiative für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt einen Raum, der konkurrenzfähig ist mit jedem cleanen PT-Gym, damit ich sagen kann, okay, wegen dieser Hürde will ich keinen haben, der nicht mehr herkommt. Mhm. So. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, wie sich das bewähren wird. So, ne? Du hast dir offenbar viele Gedanken gemacht. Und der Raum ist eigentlich nicht so groß, kann ich ja drüber sprechen. Ja, 90 Quadratmeter. Aber er wirkt dann noch recht groß, so wie du das angestellt hast. Was waren so die wichtigen Pfeiler, wo du gesagt hast, das muss auf jeden Fall rein, auch wenn der Raum nicht so groß ist? Ich würde, glaube ich, immer, wenn man tragfähige Wände hat, empfehlen, wandmontierte Rigs zu machen, weil man im Gegensatz zu Klimmzugstangen beispielsweise einfach viel mehr Hängemöglichkeiten bekommt. Man bekommt mit einem wandmontierten Rig alle Stangen, an denen man hängen kann, auch die, die zur Wand gehen. Und man muss schauen, wenn der Raum nicht so groß ist und du stellst so ein fest freistehendes Rack beispielsweise in die Mitte, ist dein Raum halt zu und das ist schlechter, viel schwieriger einen Kurs zu organisieren, wenn das Rack in der Mitte steht, als würde es an der Wand stehen. So hat man die Möglichkeit quasi in der Mitte sich zu bewegen und rundherum alle Aktionen zu haben, Klimmzugstangen, Equipment, Ergometer und in der Mitte hat man Platz, einen Kurs vernünftig zu führen. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man möglichst viele Menschen in einen Raum reinbekommt, dafür, dass es sich unternehmerisch lohnt und Leute trainieren auch ganz gerne zusammen. Also weiß nicht, wer so gerne alleine trainiert, aber deshalb, ich habe versucht, ein möglichst effektives Mittel zu bekommen, dass wir aus dem kleinen Raum so viel Produktivität rausholen können wie möglich. Mhm. Ja, cool. Ich muss auch sagen, zusammenfassend nochmal von dem, was du eben gesprochen hast, ich kenne das auch meist, dass eigentlich ein Rig mitten im Raum steht, ne? Und das würde hier einfach den Raum in seiner Nutzbarkeit total einschränken, ne? Fritz, ich glaube, ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss, um eine Box zu eröffnen. Also du erzählst mir bestimmt noch gleich was hinter den Kameras. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke for having us. Danke euch.